Denn heute ist Kai Böcking auf dem Weg in eine der außergewöhnlichsten Metropolen Asiens. Viele Deutsche lieben, so wie ich, asiatisches Essen. Wenn es aber darum geht, da mal hinzufahren und sich das vor Ort anzugucken, hört es bei den meisten schon wieder auf. Zu schräg, zu fremd und zu weit weg. Dabei gibt es eine Stadt, die ist sowas wie das Einsteigermodell für Asienreisende, Asien Light. Und kann das wirklich funktionieren, dass man dahin fliegt und sich fast wie zu Hause fühlt? Das probiere ich jetzt aus. Auf geht's nach Singapur. Einen Flug gibt es schon ab 600 Euro. 12 Stunden dauert der Trip ans andere Ende der Welt nach Singapur. Entfernung 10.000 Kilometer. Das Erste, was man nach der Ankunft hier in Singapur merkt, hier ist alles perfekt organisiert. Kaum ist man draußen, gibt es jede Menge Informationsstände. Hier kann man sich Prospekte holen, Hotels buchen und ganz wichtig für Singapur, auf jeden Fall eine Prepaid-Karte fürs Handy kaufen. Diese Tourist Prepaid Card kostet umgerechnet 10 Euro. Damit kommt man überall hier ins Internet und kann auch telefonieren. So, und jetzt bin ich ins Hotel. Singapur ist perfekt organisiert. Kai nimmt die Schnellbahn ins Zentrum und entdeckt erste Hinweise, warum Singapur als eine der saubersten Städte der Welt gilt. Man darf in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Singapur weder etwas trinken oder zu trinken mitbringen und auch nichts essen, natürlich nicht rauchen und auch kein Kaugummi kauen. Das sind die Regeln. 5 Millionen Einwohner hat Singapur und das auf einer Fläche gerade mal so groß wie Hamburg. Die Metropole ist eine der reichsten Stadtstaaten der Welt und das sieht man auch. Ich hasse eigentlich Stadtrundfahrten. Da sitzt man im Bus und die ganze Stadt fliegt an einem vorbei und man hat keine Chance, irgendwie auszusteigen. Hier in Singapur haben sie es cleverer gemacht. Es gibt sogenannte Hop-on-Hop-off-Busse. Das bedeutet, man kann jederzeit einsteigen, aber auch wieder aussteigen. Und ein Ticket für 24 Stunden kostet gerade mal 12 Euro. Also eine sehr entspannte Art, diese Stadt kennenzulernen. Singapur ist auf der einen Seite eine extrem moderne Stadt, aber auch sehr traditionell. Jetzt habe ich aber Durst bekommen und ich glaube, ich gehe mal was trinken. Raus aus dem Bus und rauf in den ersten Stock des legendären Raffles Hotel. Dort befindet sich die Long Bar, ein Relikt aus der alten Kolonialzeit. Das ist hier wahrscheinlich die berühmteste Bar Singapurs aus zwei Gründen. Erstens, überall stehen hier Erdnüsse rum, die kann man knacken, essen und dann lässt man die Schalen einfach, man glaubt es kaum, auf den Boden fallen. Und das ist Tradition hier, mache ich ja auch zu Hause, aber hier ist es wirklich erfunden worden. Das zweite, was hier erfunden wurde, ist der Drink in Singapur, der Singapur Sling. Hey Aaron. Welcome to Longboard. Nice to meet you. Aaron ist Barkeeper hier und normalerweise ist dieses Rezept des Singapur Sling total geheim. Kein Mensch außer Aaron weiß das und jetzt gleich ich. Er wurde hier 1915 von einem Barkeeper namens Nyam Ton Boon erfunden. Er war speziell für Frauen gedacht. Nur für Frauen? Yes, exactly. Genau. Clever. Also sieht aus wie ein Früchtepunsch, aber hat eine ganze Menge Alkohol. Let's go and I do my own Singapore Sling. Unzählige Varianten des Sling gibt es. Aber das Original besteht aus Gin, Kirsch, Orangen- und Kräuterlikör, Granatapfelsirup, Ananassaft und einem Spritzer Limette. I would say we need some ice. Der Sling wird geschüttelt und nicht gerührt. Auch die Dekoration hat Tradition. Die Garnitur kommt genau auf die rechte Schulter des Mannes auf dem Bild da unten. Sag ja, alles Tradition. Thank you very much. So, let me try this one. Also. Jetzt, nice. Essen ist die große Leidenschaft der Singapurianer. Deshalb trifft sich Kai mit der berühmten Foodbloggerin Julia in einem Hawker-Stall. Was bedeutet eigentlich Hawker? What does it mean, Hawker? A hawker is someone who sells his food on... Ein Hawker ist ein Mann, der sein Essen auf der Straße verkauft. Aber heutzutage gibt es keine Straßenstände mehr, weil die Regierung Foodcenter wie diese gebaut hat. Aber das traditionelle Essen hier ist sehr international, oder? Ja, das ist richtig. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft. Unser Essen kommt aus China, Malaysia, Indien und es gibt sogar westliche Einflüsse. Wir haben Bier aus Deutschland, glaube ich. Yes, I think so. Klar, Bier gibt es hier aus Deutschland auch.
Jedes einzelne Gericht bereiten die Köche vor den Augen der Kunden frisch zu. Es ist heiß und eng in den Garküchen, aber Besucher brauchen keine Angst, um ihre Gesundheit zu haben. Alles, was hier gemacht wird, wird auf den Punkt frisch gemacht. Ich glaube, man braucht sich wirklich keine Sorgen zu machen um Hygiene. Hygienic, it is, right? Wenn man in Singapur zu einem dieser Stände geht, sieht man dieses Zeichen, ausgestellt durch die Umweltbehörde. Sie geben Bewertungen ab über die Sauberkeit der Küche. A bedeutet top. Okay. Ob Innereien, Fisch oder Fleisch in allen Variationen, Hawker Center bieten hunderte von Gerichten für kleines Geld an. Und es gibt sogar ein ausgeklügeltes Reservierungssystem. Warum kaufst du Taschentücher? Nicht nur zum Mund abwischen, sondern um einen Tisch zu reservieren. Einfach hinlegen, Essen holen und wenn du zurückkommst, ist der Tisch immer noch frei. Können wir jetzt unser Essen holen? Das ist eine Fischbällchensuppe. Am besten ganz in den Mund. Schmeckt's? Ein bisschen zäh? Ja, ein bisschen schwer zu kauen. Viele Gerichte haben eine lange Tradition. Die Rezepte werden oftmals über Generationen vererbt. Doch reich werden die Garküchenbesitzer sicher nicht, denn das Essen ist nicht nur gut, sondern auch sehr günstig. Sensationelles Essen. Und wenn man sich mal überlegt, das Ganze hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen, kosten nicht mal 20 Euro. Das ist natürlich echt der Kracher. So, Julia, gibt es denn noch etwas, was ich ausprobieren sollte? Ja, dazu müssen wir aber nach Geylang fahren. Nach Geylang, das machen wir doch. Da. Na dann, los. In Geylang im Osten Singapurs spielt sich das Leben an der frischen Luft ab. Gut so, denn hier verkauft man eine Spezialität, die in allen Hotels, Bussen und Bahnen und Flughäfen verboten ist. Durian. Yes, durian. So, what is this? Warum mögt ihr sowas? We call it Stinkefrucht in Deutschland. Was heißt das? It stinks. Es haben ganz viele Leute gesagt, mach es lieber nicht, aber ich bin ja nicht umsonst hier in Singapur. Dieser Nasenschmeichler ist nicht mal billig. Eine Durian dieser Qualität kostet 50 Euro und riecht schon von Weitem wie nasse Katze im Bahnhofsklo. Okay, wie macht man das? Das ist das cremige Fleisch. In jedem Teil ist ein Kern. Wir essen aber nur das Fleisch. Okay. Ich bin jetzt gerade mal, ich weiß nicht, 12 Stunden in Singapur und tu mir gleich das an. Okay, now it's time. Huh? Yes. Do you drink anything? Trinkt man was dazu? Nein, einfach nur essen. Gut. Das ist nicht dein Ernst. Kannst du den Geschmack beschreiben? Also es ist wirklich etwas, was ich nicht jeden Tag haben muss. Es ist, als ob man eine Schwarzwälder Kirschtorte in einer öffentlichen Toilette isst. Das trifft es. Nix für mich. Früh am Morgen beginnt das Leben in den vielen Stadtteilen Singapurs. Ob Chinatown oder Little India, die Menschen hier sind früh auf den Beinen. Das gilt auch für Kai. Er ist in einem der vielen Märkte auf der Suche nach einem typischen Singapur-Kaffee. Tarik heißt das Zauberwort. Tarik heißt ziehen. Der Kaffee wird mit Kondensmilch schaumig gezogen. Geschüttelt und nicht gerührt. Tarik, eine Mischung aus Dosenmilch und starkem Kaffee, kostet gerade mal 30 Euro Cent. Total lecker. Das schmeckt total gut.